dieser Handelfmeter, fandest du den gerechtfertigt? Nein, fand ich nicht. Ich finde, dass der Schiri im ersten Moment alles richtig gemacht hat, dass er nicht gepfiffen hat. Und leider hat jemand anderes eine andere Idee gehabt. Ich finde, in solchen Momenten brauchen wir gar nicht drüber anfangen, was die Regel betrifft. Da gehört es einfach, dass es kein Elfmeter gepfiffen wird. Genauso wenig wie der zweite. Das möchte ich nicht haben. Ich möchte nicht so einen Elfmeter bekommen. Aber das beschreibt vielleicht auch das Gefühl des Schiedsrichters, dann eben auch den zweiten Elfmeter zu pfeifen. Unterm Strich verlieren wir hier trotzdem die Art und Weise, ist so, dass wir drauf aufbauen können. Ich wünsche Vincent und dem FC Bayern für die Saison alles Gute und nochmal persönlich Kompliment. Die Fans haben auf dem Plakat geschrieben, kein Ende in Sicht. Hat man das Gefühl, da kann noch eine Saison dranhängen? Aber das Schönste, was ich gesehen habe auf dem Plakat, aber stimmte nicht völlig. Die haben gesagt, 710 Spieler, 100% alles gegeben für den FC Bayern. Aber wir müssen auch die Trainingseinheiten dazu rechnen, glaube ich. Er hat das immer im Training gemacht, was er zeigt in die Spiele. Es gibt diese Saison noch ganz viele Spiele, dass er noch dazu machen kann. Und wir freuen uns darauf. Und ja, wichtig einfach ist, dass er so weitermacht. Das ist wichtig für uns.